Das analoge Leben stand im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr zeitweise komplett still. Lockdown sorgten dafür, dass alle zu Hause bleiben sollten. Soziale Kontakte sollten auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Der stationäre Handel verliert nach und nach an Boden, während der Onlinehandel boomt und manch eine Firma einen riesigen Erfolg mit ihren Fahrrädern und Fitnesskursen erlebt. Das Internet wird zunehmend zum Lebensraum für viele Menschen. Meetings werden über Zoom, Teams, Skype oder ähnliche Software abgewickelt. Käufe werden im Internet getätigt und soziale Kontakte sieht man fast nur noch am Monitor. Das Leben hat sich verändert. Für viele zum Negativen. Doch es gibt auch eine positive Entwicklung. Videospiele nehmen eine immer größere Rolle im Leben der Menschen ein. Fast jeder zweite Deutsche spielt gelegentlich Videospiele. Und das auch noch für durchschnittlich 7 Stunden pro Woche. Ganze 37% der Leute gaben sogar an, sich ein Leben ohne Videospiele nicht mehr vorstellen zu können. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Branchenverbandes Bitkom im vergangenen Sommer. Die Zahlen dürften sich aufgrund des zweiten Lockdowns noch einmal erhöht haben, aber da konnte ich gerade nichts Aktuelleres finden. Die Umfrage zeigt zudem, dass Videospiele zunehmend auf Mobilgeräten konsumiert werden. Der Anteil der Desktop-Spieler sank deutlich von 69% im Jahr 2015 auf nur noch 44%. Dagegen kamen Tablet und Laptop verstärkt zum Einsatz. Das hat natürlich auch mit der Entwicklung der Technologie zu tun. Schließlich sind die heutigen Laptops und Tablets durchaus leistungsstarke Rechner. Und auch Smartphones verfügen über gute 4-Kernprozessoren, die durchschnittliche 2015er PCs von Neid erblassen lassen können. Es zeigt, dass viele Menschen sich für Gaming interessieren. Und da wird zuerst zu dem Gerät gegriffen, das bereits vorhanden ist. Nahezu jeder Mensch besitzt heutzutage ein Smartphone oder ein Tablet, bevor man sich eine teure Konsole oder einen noch teureren PC kauft, testet man das neue Medium erst einmal auf dem Smartphone oder eben dem Tablet. Kurze Randnotiz. Selbst meine fast 80-jährige Oma hat sich mittlerweile ein Tablet gekauft und freut sich nun über Textnachrichten bei WhatsApp. Sie macht sogar Videoanrufe damit und ist begeistert davon. Aber das nur am Rande. Mit der vermehrten Nutzung von Spielen steigt auch die Investitionsfreudigkeit der Leute. Durch die Bank weg haben alle Altersgruppen mehr Geld im Monat für Videospiele ausgegeben. Durchschnittlich stiegen die Ausgaben während Corona um satte 37%. Besonders Ingame-Käufe und monatliche Abos erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei den Genres kristallisieren sich auch ganz klare Gewinner heraus. Strategiespiele liegen unangefochten auf dem ersten Platz. Man kann endlose Stunden in diesem Genre verbringen und wird trotzdem vor immer neue Herausforderungen gestellt. Dazu kommt, dass es nicht die allerbesten motorischen und koordinatorischen Fähigkeiten erfordert. Dadurch ist es zugänglicher als ein moderner Shooter oder kein Roguelike. Dahinter folgen neuerdings die Sportspiele. Nicht solche wie FIFA oder NBA 2K, in denen man zwar einen Sport spielt, aber dennoch nur auf der Couch sitzt. Sondern solche, bei denen man aktiv Sport betreibt. Ring Fit Adventure ist wohl der größte Vorreiter in diesem Genre. Im vergangenen Herbst war es teilweise monatelang unmöglich, an einen der namensgebenden Ringe zu kommen. Aber dass solche Spiele einen großen Zuwachs erhielten, ist nur verständlich. Wenn Fitnessstudios und Schwimmbäder schließen und Paletten unbezahlbar ist, so ist ein Fitnessspiel eine gute Alternative. Ansonsten greifen aber auch viele Menschen auf Online-Spiele zurück. Immer noch 50% aller Befragten gaben an, dass sie sie spielen. Der Vorteil, von zu Hause aus in Echtzeit mit anderen Menschen zu kommunizieren und etwas machen zu können, ist einfach unschlagbar in unserer aktuellen Zeit. Viele Veteranen kehrten beispielsweise nach Azeroth zurück in der neuesten World of Warcraft-Erweiterung. Shadowlands konnte sogar Rekorde brechen, bevor es überhaupt erschienen ist. Rund 3 Wochen vor dem Release verkündete Blizzard CEO, dass Shadowlands der höchste Vorverkauf war, den sie zu dem Zeitpunkt vor einer Veröffentlichung je gesehen haben. Ohnehin läuft das alte Spiel wieder richtig gut. Seit der Veröffentlichung von WoW Classic haben sich die Abonnentenzahlen mehr als verdoppelt. Neueinsteiger in das Gaming-Hobby sind aber eher zu anderen Spielen gegangen. Allen voran Among Us. Das 2,5 Jahre alte Spiel erlebte eine Renaissance und war eines der meistgespielten Spiele in 2020. Dabei ist die Prämisse des Spiels so simpel. Eine Gruppe von Leuten wird in ein Raumschiff gefercht, doch unter ihnen sind Verräter. Während die meisten versuchen, das Schiff vom Explodieren abzuhalten, versuchen ein paar, die Mitspieler vom Leben abzuhalten. Zwischendurch finden immer wieder Meetings statt, in denen sich die Spieler per Text oder Voice-Chat gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben dürfen. Und das ist dann auch schon das Spiel. Man muss so viel miteinander interagieren, viel miteinander reden und hat nebenbei noch ein paar einfache Aufgaben zu erfüllen. Auch als Geist übrigens. Das perfekte Spiel also für den Lockdown. Wer es aber gerne eine Stufe härter haben möchte, der greift seit Beginn des Jahres zu Rust. Das mittlerweile 7 Jahre alte Survival-MMO. Wirklich 7 Jahre.
erlebt derzeit einen ungeahnten Hype. Es ist der Blockbuster-Titel Anfang 2021 gewesen, mit teilweise mehr als 400 Live-Zuschauern. Am 8. Januar schafften sie sogar knapp 1,4 Millionen Zuschauer. Ärgerlich ist eigentlich nur, dass ausgerechnet die Produktion und der Verkauf der neuen Konsolen so eingeschränkt war. Playstations waren kaum zu ergattern. Sind es immer noch. Und dank einiger asozialer Scalper, deren Bots Konsolen zu Tausenden weggekauft hatten, wurde die Situation auch nicht gerade besser. Gerade in einer solchen Zeit hätten die Konsolenhersteller Rekordumsätze verbuchen können. Aber leider waren die Produktionskapazitäten zu gering. Glücklicherweise gab es noch die Nintendo Switch, die als klarer Sieger des Jahres 2020 hervorging, mit unzähligen verkauften Einheiten und noch mehr verkauften Spielen. Ich möchte hier nicht den Eindruck vermitteln, dass sich die Pandemie für etwas Positives halte. Ganz im Gegenteil. Sie hat das Leben von uns maßgeblich verändert und an vielen Stellen eingeschränkt. Homeoffice zählt für viele Leute dazu. Man fährt nicht mehr täglich zur Arbeit und trifft seine Kollegen. Für 25% aller Arbeiten ist das die dauerhafte Realität. Sogar 45% arbeiten teilweise im Homeoffice. Besuche bei Freunden und Verwandten überlegt man sich nun mehrfach. Man möchte ja nicht selber der Grund für die Erkrankung eines anderen Menschen sein. Besuche in Restaurants, Cafés, Kinos, Schwimmbädern oder sonstigen Freizeiteinrichtungen waren nicht oder auch nur mit Einschränkungen möglich. Was die Pandemie für Auswirkungen auf unser Leben in Zukunft haben wird, vermag ich gar nicht einzuschätzen. Ich gehe aber davon aus, dass wir nicht einfach wieder zum Normalzustand zurückkehren werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mittlerweile bei Filmen oder Serien ein komisches Gefühl, wenn sich zwei Menschen die Hand geben oder sich nahe kommen. In unserem Alltag ist man so sehr darauf getrimmt, Abstand zu halten. 1,5 Meter, nicht weniger. Mal schauen, was davon in Zukunft hängen bleibt. Zumindest für die Games-Branche lassen sich aber positive Entwicklungen erkennen. Gaming ist ein Medium, das die besten Dinge aus Social Media und Film miteinander verbindet. Uns Gamern war das schon lange klar, aber für viele Leute in unserem Land war es das eben nicht. Videospiele leben immer noch mit dem öffentlichen Stigma, dass sie nur etwas für komische Nerds oder für Kinder seien. Dem ist aber gar nicht so. Videospiele sind so viel mehr. Sie helfen Menschen in dieser schweren Zeit durch den Alltag, indem sie eine Alternative bilden. Sie den Alltag für eine Weile hinter sich lassen und einfach nur abschalten können. Videospiele verbinden Menschen quer über den Globus. Sie können dabei helfen, neue Dinge zu lernen. Und sie fördern Kreativität von Menschen jeden Alters. Es gibt sogar erste Studien, die positive Einflüsse von Videospielen auf die körperliche und geistige Gesundheit feststellen konnten. Ein weiterer Trend aus der Pandemie ist, dass viel mehr Menschen sich eine Plattform suchen, auf der sie ihre Meinung kundtun können. Jeder hat etwas zu erzählen, aber kaum jemandem zum Zuhören. Podcasts erleben einen regelrechten Boom in Deutschland und auch das Livestreaming erfreut sich stark im Zuwachs. Wobei hier neben dem Gaming vor allem das Just Chatting im Vordergrund steht. Pseudo-Unterhaltung mit Streamern sind immer noch besser als gar keine Unterhaltung. Denn genau das dürfte der Grund für den Anstieg der beiden Medienformen sein. Wenn man sich im Alltag nicht mehr oder nur wenig mit anderen Menschen austauschen kann, sucht man sich eine andere Möglichkeit. Da der Einstieg sowohl ins Podcasting als auch ins Streaming mittlerweile relativ einfach gemacht wird, sind diese beiden prädestiniert dafür. Und mit diesen positiven Worten verabschiede ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.